Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dismantle. Der Pets and Dungeons DLC ist endlich auch auf GOG angekommen. Das heißt, wir gehen da jetzt rein. Ich finde es halt schön, dass sie halt den ersten DLC hier so schön Underworld, den zweiten DLC Doomsday und für den dritten haben sie halt einfach nur den Hund oben aufs Logo gepackt. Ich finde es ein bisschen gut. Ich feiere das sehr. Ich feiere diese Playlist auch einfach schon wieder viel zu sehr. Rein da. Ich habe keine Ahnung, wo wir aufgehört haben. Also am Ende vom Doomsday-DLC. Aber ich haben wir eine Quest? Ne, haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Übrigens soll es in den... Ach, da haben wir was gebaut, ne? Ah ja, das war diese... Ja, okay, ich erinnere mich. Es soll in den Gebieten der ersten beiden DLCs auch neuen Content geben. Aber das müssen dann Quests sein in Bereichen, die wir schon aufgedeckt haben, weil die Doomsday-Map ist auf jeden Fall komplett erkundet. Ich würde mal gerade hierhin schnell reisen. Ja, Soundlautstärke passt so, oder? Ja, das geht. Und dann würde ich mal zur Hauptinsel reisen wollen. Entschuldigung. Musst du kurz Bambi streicheln. Warum habe ich nicht das Lagerfeuer da unten genommen? Das wäre viel einfacher gewesen. Das ist einfach nicht gesehen. Gosh dang it. Ja, darf ich? Danke. Fliegen wir einmal rüber zur Hauptinsel und normalerweise ploppt dann immer eine neue Mainquest auf. Ah, Pfoten der Apokalypse. In dieser Welt zu leben kann recht einsam sein. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, loyale und hilfreiche Hunde- oder Katzenfreunde als Begleiter zu finden. Die Hundehütten enthalten merkwürdige Spuren von einem leuchtenden blauen Pulver. Oh oh, Mana. Was geht da vor sich? Hundehütten findet man in Gärten der meisten Siedlungen. Well. Ich sag ja nichts, aber viele der Siedlungen auf der Hauptinsel existieren nicht mehr. Hey, Pilzi. Oh. Das, könnte schwierig werden. No! Dass man das auch nicht skippen kann, ne? Ja gut. Wir machen heute die große Hafenrundfahrt oder den großen Hafenrundflug. Passt schon. So, jetzt maybe. Aufpassen, dass ich nicht direkt wieder benutzen drücke. Hab halt gedacht, ich müsste benutzen, um die Tür aufzumachen, aber nein, wir sind direkt wieder weggeflogen. Alright, haben wir... Da ist ein Fragezeichen. Ah, okay, die sind jetzt... Ah, die sind einfach mit Fragezeichen markiert, okay. Fände es so lustig, wenn da gleich einfach eine Hundehütte steht, die da jetzt neu platziert ist für den DLC und sonst steht da halt nichts. Und genau das wird's sein, oder? Ja. Halt alles weg. Ja, moin. Nee, ich muss nicht wieder neu anfangen. Die kleine Behausung weist Spuren von einem leuchtenden blauen Pulver auf. Interessant. Ich sollte mich nach weiteren Hundehütten umsehen. Aber mache ich das so umständlich? Wir können ja quick traveln. Ah, warte. Ja, können wir noch nicht. Aber wir können dahin. Ich muss das erst bei den ganzen Türmen wieder installieren. Was heißt wieder? Ich muss das grundlegend erstmal installieren. Nee, warte. Sender.
Lagerfeuertriangulation, das ist das, was wir brauchen. So. Die Hunde haben sich blaues Pulver reingezogen. Probably. Ja, auch hier eine schöne Hundehütte, direkt neben diesem malerisch gelegenen Haus. Nun. Hat der Hund gerade Hallo? Die Hundehütte ist leer. Wo ist diese Stimme hergekommen? Er sollte versuchen, weitere Hundehütten zu finden. Ich kann die Hundehütten vor allem nicht abbauen. Das geht mir am meisten auf den Sack. Sind jetzt natürlich schon so kleine Schandflecken. So, wo noch? Oder oben haben wir eine Brücke nicht gemacht. Das geht ja mal gar nicht. Das ist nicht okay. Ja, nein, verdammt, auf Sender. Ah, hier haben wir die Lagerfeuertriangulation sogar schon. Sehr schön. Ist aber auch nichts näher dran, ne? Ne, da laufe ich jetzt einfach mal kurz runter, gucke, ob wir die Brücke fixen können. Was ist hier nur mit den ganzen Häusern passiert? Tja, mysteriös. Ja, von der anderen Seite. Ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? Naja, das könnte questbedingt sein vom DLC tatsächlich. Und das blaue Ding könnte ein Dungeon sein. Was auch immer das hier ist. Weil das jetzt so die einzige Ecke ist, wo ich gerade was sehe. Wir müssen uns auf jeden Fall was Wärmeres anziehen. Oh mein Gott, der Hund mit der Brechstange ist ja ultra cute. Wo bin ich? Ich sollte mal auf meiner Landkarte nachschauen. Ah, fuck. Auf jeden Fall direkt eine Audioaufzeichnung. Ich fühle mich instabil. Wenigstens ist mir nicht kalt. Oh Gott, ich bin ultra langsam. Well. That didn't work out. Hier war doch irgendwo noch eine, oder? Da. Hast du schon was verpasst? Ne, eigentlich nicht. Wir untersuchen gerade die ersten Hundehütten vom DLC, die laut Questtext in der Nähe von Häusern gelegen sind. Leider sind hier nirgendwo mehr Häuser. Nun. Soll ich dieses merkwürdige Gerät untersuchen? Nein, nein. Bewahrungsdrehkreuz. What the heck? Oh. Hello, human. Welcome. Are you worthy? Let's find out. Go to these coordinates on the big island and dig. Yes, dig and fetch. Come back. Verdammt. Ich muss mal. Ich wusste nicht, dass hier Text kommt. Dann darf ich in der Zeit nur nichts abbauen. Also ich hatte es dann, wenn dann, ganz laut gemacht, ne? Tatsächlich. Glaube ich. Grabe im Boden bei 137499. Are you worthy? Let's find out. Okay. Aber 137449 ist ja halt schon. Standorttipp. Sieht nach Schnee und Eis aus, fühlt sich aber überhaupt nicht kalt an. Noch kein Standorthinweis verfügbar. Okay, hier ist so ein Marker, dass ich hier angeblich wieder wegkomme. Die Ziegelsteine sehen recht überzeugend aus, bestehen aber eindeutig aus Plastik. Noch kein Standort-Tipp. Ah, das ist auf jeden Fall im
Das ist beides im Doomsday DLC. Okay. Knochen und Mana. Cam muss noch einen Tuck hoch. Sehe ich gerade. So. Es riecht hier nach Holz und Blumen. Aber ich vermute, die Pflanzen sind nicht echt. Okay, das kann ich nicht durchsuchen. Ich decke hier erstmal kurz alles auf. Das hatten wir. Das lagern wir kurz ein. Das wird auch noch kein Standort. Ja, okay. Gut, dann verlassen wir das, glaube ich, erstmal. Und graben dann mal bei 1377. Schade, dass es nicht 1337 ist. Und 499. Ah, okay. Oh no, warum habe ich denn die Lagerfeuertriangulation dann noch nicht? Nein, ich auf Sender will ich. Danke. Habe ich es jetzt installiert? Okay. Also, wollte nur gucken, ob es geht. Das war jetzt nicht wirklich nötig, aber... Schaufel, habe ich die ausgerüstet? Yes. Hier so, ja. Okay. Oh, geil, kriegen wir wirklich Rätsel-Dungeons? Hab ich richtig Bock drauf. Haben die das Lautstärkenabmischungsproblem behoben? Ich weiß von keinem. Mein Problem ist halt gerade eher, dass ich nicht weiß, wann hier nochmal Dialog kommt. Ach so, dass die Stimmen leiser sind als der eigentliche Sound. Come back to us and we'll talk. Nee, also das Problem ist halt ja eher, dass... dass es halt keinen extra Regler für Sprache gibt. Das ist so das Problem. Ein Corgi? Oh mein Gott! Ein energiegeladener, anhänglicher Zwerghütehund. Ah, der ist kein Schäferhund, ist ein Zwerghütehund. Damit kannst du Zwerge hüten. Und den stelle ich her? Wait, den crafte ich mir aus Knochen und Mana? Das ist ein bisschen weird. Ich bin aber auch froh, dass ich... Ich soll das ein bisschen leiser machen, oder? Bin aber auch froh, dass wir nicht noch Fleisch sammeln müssen dafür. Benutze die Schmiede, um ein Haustier zu erschaffen. Okay, das ist ein bisschen weird. Aber nur ein bisschen. Zum Teleporter kann ich nicht schnell reisen. Schade. Dann, was ist denn das nächste Lagerfeuer? Schon das, ne? Na, ich geh mal hier hin. Oh Gott, der Darmsee. Vielleicht will ich hier doch nicht hin. Oh, aber da lag noch Trash.
Keine Ahnung, wann ich das da liegen gelassen habe. Das muss Monate her sein. Aber schön zu wissen, dass der Spielstand das einfach speichert, wenn irgendwo Sachen rumliegen. Wisst ihr, was wir hier noch nicht gemacht haben? Was wir sonst auf der ganzen... Also woran man erkennt, dass das Ding neu ist? Oh, das soll ich mit Sound leiser machen. Das ist einfach viel zu laut hier. Darf ich mich bewegen? Danke. Immer noch ultra laut. Können wir... Ne, können wir nicht. Okay. Vielleicht brauche ich Fleisch zum Upgraden. Maybe. Hello again, human. You did well. You are so smart. So smart. Are you comfortable? Are you fed? Are you fed? Let's get back to more urgent matters. You can use the forge now. Make yourself a pet. Have a pet. Have a pet. Go ahead. Enjoy. Okay, die sind weird. Kontrollhalsband. Achso, ich muss ja gedrückt halten. Ready. Er sieht nicht wirklich aus wie ein Corgi. Also farblich einfach nicht. Ah, wobei. Er sieht nicht aus wie die Standard-Corgis, aber ja, okay. Entschuldigung, muss mir kurz die Nase putzen. Okay. Ein Pheromonspray-Halsband, das dein Haustier ruhig stellt und verhindert, dass es irgendwas anderes angreift als Monster und ähnliche Gegner. It's not a very good pet. Pretty stupid. Like some humans. But not you. We like you. You are so smart. Such a good boy. You deserve a belly rub. You shouldn't feel ashamed. But you can find better pets. Just dig and fetch. Then come back to us. He will miss us. Poor thing. Hör nicht auf sie, Kumpel. Du bist nicht blöd. Ah, okay. Gut, ich glaube, Dialoge kommen hauptsächlich bei der Forge. Ich finde es aber ganz cool, wie sie reden. Ich mag das sehr. Okay, dann mache ich mal wieder Musik an. Und dann haben wir Grab und Apportiere. Haben wir neue Spots, wo wir hin müssen. Die Stimmen sind schon definitiv DLC-Peak bisher. Ich bin gerade... Ich kann nicht zoomen. Da konnte man nicht eigentlich ranzoomen? Aber ich kann ihn streicheln. Okay, bester DLC. Definitiv bester DLC. Ja, da gehen wir von da unten ran. Haus im Bau. Naja, eher Haus ins B. Nein. Ah, okay. Das macht er schon automatisch. Okay, rein in den Teleporter. Spricht das jetzt auch mit mir? Nee. Okay. Einige Plattformschalter können nun von deinem Haustier betätigt werden. Zu lernen, wie man ein Tier kontrolliert und lenkt, ist unbedingt nötig, um komplexere Rätsel zu lösen. Stelle in der Schmiede eine Tierpfeife oder ein Kauspielzeug her. Plastik und Gummi, well. Okay, das muss ich dann vor allem gleich noch ausrüsten. Gar kein Platz, das auszurüsten. Wo packe ich
das hinten hier wahrscheinlich, ne? Aber ein gehorsames Haustier ist das Merkmal eines verantwortungsbewussten Besitzers. Der Doggo jetzt nicht nach? Nein, wie auch. Ja, sad. Ah, das macht es direkt aus. Okay. Ich brauche den Schalter nur einmal. I see. Na komm, schieb weiter. Links ging es nicht weiter, ne? Ne, okay. Okay, das ist nur minimal nervig. Was haben wir hier? Ah, noch ein Block, sehr schön. Okay, das macht das auf. Noch ein Block. Wofür? Also ja, ich könnte den hier hinpacken und dann kann ich den da hinpacken. Das geht schon. Wait, das Zurückspulen ist... Das war unnötig, oder? Bisher habe ich schon das Gefühl, dass das eher ein während dem Durchspielen DLC ist, statt extra Content. Ja, probably. Das war Reset? Ja, ich merke schon. Naja, wir müssen ja auch üben. Sad. Also, nach da müssen wir gar nicht, aber... Ah, for completeness. Einfach damit die Kiste aus ist. Ist aber auch schön, dass man sich den Reset-Button erst freispielen muss. Weiter. Okay. Die Dinger sind wahrscheinlich Insta-Kill, oder? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Zumindest nicht, wenn wir jetzt den ganzen Stuff hier nochmal neu machen müssen. Vielleicht beim nächsten Dungeon mal. Portal am Haustierdrehkreuz. Okay. So, jetzt nachdem wir das gecraftet haben, können wir ja gucken, ob wir Insta sterben. Jetzt ist ja egal. Oder ist das, jetzt ist alles aus, ne? Ah, Sag. Gut, dann nicht. Okay. Die waren bis jetzt immer Insta-Kill? Ja, ich meine auch. Aber who knows?
Oh wait, hier komme ich da gar nicht so raus, ne? Das war falsch gedacht. Dann nehmen wir das Lagerfeuer. Dann müssen wir hier so lang. Okay. Wüstenkampfplatz. Ja, wohl nicht so. Texte sind, glaube ich, abgesehen von der Main Forge auch schon immer gleich. Stachelhalsband. Ein mit Stacheln besetztes Halsband für dein Haustier. Nahkampfschaden plus. Oh, die Stacheln. Ja, ich dachte gerade so, wow, das ist voll das Folterding, aber die Stacheln gehen nach außen, nicht nach innen. Ups, my bad. Ist hier gar keine Forge? Oh, hier kann ich zwar Sachen kaputt machen, aber hier spawnen kein Material. Das hat lange gedauert, bis ich ihn streicheln konnte. Okay, wenn hier nichts spawnt, dann mache ich auch nichts kaputt. Lohnt nicht. Okay, hier ist aber auch echt nichts weiter, ne? Ja. Bad Boy Stachelhalsband nach innen, Lebenserwartung weniger als 5 Minuten. Nein, nein, das versiegelt die Wunden ja direkt. Das muss so. Ah, hier habe ich safe die Triangulation nicht, oder? Ja. Der Turm ist. Wo ist er denn? Ich sehe nicht, ich bin super blind. Ah, da ist der Schriftzug drüber. Okay. So, diesmal einen richtigen Button. Alles klar. Und dann hierhin bitte. Ja, ja, diese malerischen Städte hier. Okay, ich bin gespannt. Vergessene Diebe. Räuber, Diebe. Okay. Ah, die kommen da raus, okay. Finnischer Spitz, wendiger, bellfreudiger, fuchsähnlicher Hund. Ja, würde besser aussehen, wenn er nicht so einen grünen Fleck im Gesicht hatte. Hätte, whatever. Kann ich hier direkt wieder raus? Nee, ne? Ich hätte da wahrscheinlich durchlaufen. Naja, egal. Egal. Nee, ich hatte da. Hätte ich da. Doch, ich hätte da total durchlaufen können. Egal. Who cares?